Ladies and Gentlemen und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Design Cities Skylines, Staffel Nummer 3 und unserer wunderschönen kleinen Stadt, die immer noch keinen Namen hat. Das hat sich gereimt, erstaunlicherweise. Willkommen zurück in unserer wunderschönen kleinen City und dem heutigen wunderschönen großen Projekt. Und ich sollte aufhören, immer wunderschön zu sagen, weil irgendwie habe ich mir das antrainiert und das ist ja furchtbar mittlerweile. Das sage ich ja alle 2 Minuten. Ach du Scheiße. Ey, komm. Na gut. Nach einer etwas längeren Pause übrigens mal wieder. Fällt mir jetzt gerade mal so auf, weil eine Woche kam ja wirklich kein Video. Ist jetzt nicht wirklich optimal und auch nicht wirklich geplant gewesen. Es hatte eher damit zu tun, dass ich mich selber verabschiedet habe. Irgendwie habe ich es mit Krankheiten in letzter Zeit, ich weiß auch nicht. Vor allen Dingen mit solchen Krankheiten, wo man danach ins Krankenhaus muss und das ist auch nicht gerade schön. Aber gut, okay, nevermind, soll jetzt nicht das Thema sein. Das heutige Thema soll eher das wunderschöne Spiel im Hintergrund sein. Und ich habe mir überlegt, wo ich diese Folge aufgenommen habe, dass es doch ziemlich öde ist, dass wir immer noch diese eine komische Insel da im Hintergrund haben, wo wir diese ganzen Abwässer momentan hinleiten. Und das natürlich auch gar nicht im Sinne des Erfinders ist, also nicht in meinem Sinne und auch nicht in irgendeinem anderen Sinne, weil das sieht einfach nur blöd aus da hinten mit dieser, ihr erinnert euch vielleicht an diese kleine Insel, die wir da hinten mal gebaut haben, mit diesen ganzen Water Treatment Plants. Es ist nicht wirklich schön, deswegen, also, I'm sorry an der Stelle, deswegen habe ich mir gedacht, in dieser Folge können wir das Ganze doch mal ein bisschen ändern und wieder mal zu einem etwas schöneren Ende rumführen. Und ich hoffe mal, das ist mir in diesem Falle ganz gut gelungen. Wollen wir doch mal hoffen. Und ich weiß, der Anfang dieser wunderschönen Folge ist tatsächlich etwas ruckelig, sage ich jetzt mal. Also nicht die Framerate oder sowas, sondern holprig ist der Anfang, weil ich tatsächlich nicht so ganz wusste am Anfang, was ich überhaupt bauen wollte, diese Folge. Und ich habe einfach mal drauf losgebaut hier an dieser komischen Kreisverkehr-Dings-Geschichte hier, die ich irgendwann mal gebaut habe. Neben unserem Kraftwerk und unserer Müllverbrennungsanlage. Und da dachte ich mir, eigentlich macht sich da doch ganz gut so ein, so ein Klärwerk. Und ich habe einfach mal angefangen, irgendwo hinzubauen und dann hat sich das daraus irgendwie entwickelt. Und ich finde, das ist relativ schick geworden. Aber gut. Deswegen, also hier im Hintergrund erstmal diese komischen Water Treatment Plants. Und ich bin immer noch in der Phase drin. Logisch, ich habe jetzt die letzten Tage nicht besonders viel City Skylines gespielt. Oder irgendwas anderes. Ich bin immer noch in der Phase drin, wo ich nicht so wirklich weiß, was wir überhaupt alles mittlerweile für Buildings drin haben. Also es ist unfassbar viel mittlerweile dazugekommen. Dadurch, dass ich natürlich auch die ganzen Assets vom Simon habe und die ganzen Assets von mir. Und dann haben wir noch im Workshop rumgeguckt und das und das und das dazu. Und what the fuck, mittlerweile sind es glaube ich 1900 Assets oder sowas. So langsam ist gut, ey, mein armes System, es schmiert schon immer ab. Aber meine Güte. Und natürlich ist man dann meistens dann so am Überlegen, was könnte ich denn da so bauen, da so bauen, da so bauen. Und dann fällt einem noch irgendwas ein und vielleicht gibt's das ja. Und dann scrollt man durch. Ich weiß, wir haben dieses Suchtool da unten rechts in der Ecke, aber bringt nichts, wenn du den Namen nicht weißt, ne? Also es ist irgendwie lustig. Ah, hier vorne remove ich übrigens gerade mal eben den ganzen Käse, den es hier so gibt, weil ich diese ganzen alten Baustellensachen nicht mehr sehen konnte, beziehungsweise die Altlast, sag ich jetzt mal, die es dahinter so gibt. Und ich dachte einfach, das sieht relativ öde aus und irgendwie müssen wir mal versuchen, von unserem alten System wieder zurück zum neuen, schönen, wundervollen Stadtsystem zu kommen, weil wir, das ist ja so ein bisschen die Herausforderung hier dran. Wir haben ja jetzt nicht irgendwie eine neue Stadt gegründet, um dieses Let's Design zu machen, sondern wir haben ja versucht, aus unserer Let's Play Stadt eine Let's Design Stadt zu machen und das ist echt, wow, ganz schön aufwendig, weil man muss sich ja irgendwie da durchwuseln, die ganzen optischen Anpassungen noch hinzukriegen. Deswegen ja auch diese große, große Überlegung mit diesen, wie heißt es denn jetzt? Scheiße. Mit den, Kaimauern, genau, die wir ja da gebaut haben an der Innenseite der Stadt, um diese 2 Ringe quasi, wie Minas Tirith, wie jemand schon passend gesagt hat, das hat sich so ergeben und ich dachte vielleicht, das sieht gut aus, aber na, vielleicht ist es das auch, das ist glaube ich in der Sache des Betrachters, deswegen, meine Güte, ey, und jetzt hau ich heute übrigens wegen meiner Krankheit leider nicht früher meine wunderschöne Folge hier raus,
Sonntag. Und zwar um 14 Uhr hoffentlich. Ich weiß nicht, wann das der Käse hier hochgeladen ist. Ich nehme das gerade hier auf um 0.33 Uhr am Sonntag. Und dann muss der ganze Käse noch rendern, hochladen. Ihr wisst ja. Und meine Güte, ich glaube, es wird eng werden. Aber naja, mal gucken. Auf jeden Fall kommt es am Sonntag raus, also heute. Das ist schon mal gut. Am gleichen Tag wurde Simon seine nächste Folge von wunderschönem Let's Design Zora Bay gebaut hat. Und er hat mir das Thumbnail geschickt, beziehungsweise ich kenne das Thumbnail, ich kenne auch die Folge, weil ich darauf zugreifen. Aber das ist jetzt ein etwas doofer Zufall. Ich möchte jetzt nichts sagen. Also, das ist jetzt schon irgendwie Fail. Also ich habe hier diese Folge aufgenommen, bevor ich Simons Folge gesehen habe. Nur nochmal zur Info. Aber vielleicht kann sich der ein oder andere schon denken, was passiert ist. Das ist schon irgendwie Fail, aber ich sag nichts dazu. Jetzt, es ist gut jetzt. Ihr werdet ja schon sehen, was da so großartig passiert ist. Meine Güte, ey, das ist aber auch Fail. Ah, gut, was will man machen? Es hat sich so ergeben, ja. Oh, meine Güte, ey. Und es ist so kalt, ist immer noch so kalt, ist immer noch Winter. Was soll das denn? Ich will jetzt nicht über das Wetter reden, das ist so wie Smalltalk für Arme. Welches Wetter haben wir draußen? Keine Ahnung, guck raus. Oh, wie findest du das Wetter? Es ist kalt. Vielleicht finde ich es kalt. Ja, ihr kennt die Smalltalk-Scheiße da. Es ist ja furchtbar. Und währenddessen ich übrigens diese wunderschöne, um mal zurück zum Spiel zu kommen, diese wunderschöne Water-Treatment-Anlage da gebaut habe, alias dieses Klärwerk, auf gut Deutsch. Ich habe die Folge extra nicht Klärwerk genannt. Das klingt so doof. Wir bauen ein Let's Design City Skylines und wir bauen ein Klärwerk. Das klingt nicht gut. Ich glaube, wie habe ich das genannt? Wasseraufbereitungsanlage oder sowas? Das ist immer schön. Ich habe die Thumbnails schon fertig, die Beschreibung schon fertig, alles schon fertig, bevor überhaupt die Folge fertig ist. Also, ne, ich synchronisiere den Käse ja jetzt nach. Deswegen ist das immer relativ lustig. Ich weiß, wie mein Thumbnail aussieht, ich weiß, wie alles aussieht. Und ich glaube, ich habe in diesem Thumbnail relativ gut gespoilert, was wir diese Folge machen. Weil man kann 1a erkennen, was wir davor haben. Aber so ist das. Und ich muss dazu sagen, ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich das, wie lang, mein Live-Part ist gleich genauso lang wie die Timelapse, deswegen ist relativ lang die Folge. Wie lang ist die jetzt? Eine Stunde, was? Die ist nicht eine Stunde elf, oder? Nein, Gottes Willen. Hier hinten hing nur noch so ein Audiospürchen dran. 51 Minuten, Alter, keine Angst. 51 Minuten, 27 Sekunden und 0,06 Frames. Alles klar. Also es ist relativ lustig, wie lang die Folge schon wieder geworden ist. Aber ich habe versucht, da hier im Hintergrund diese, ihr kennt das vielleicht von Mülldeponien oder sowas. Oder beziehungsweise auch von Kläranlagen. Ich wollte eigentlich so einen Wasserabscheidegraben bauen. Der heißt so, aber kaum jemand weiß, wofür er gut ist. Vermutlich, um Wasser abzuscheiden. Ha, witzig. Nein, das ist einfach ein Auffangbecken. Aber das ist mir nicht so ganz gelungen, denn ich habe mein Terraforming-Tool gerippt. Das funktioniert nämlich irgendwie gar nicht mehr. Ich weiß nicht, irgendwas ist da inkompatibel. Ich muss mich da nochmal dran setzen und das fixen. Aber ich weiß noch nicht so ganz wann. Das ist so ein bisschen das Ärgerliche an der Sache. Aber na gut, irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Deswegen gibt mir ein wenig Zeit und es wird gefixt. So wie ich immer sage, dass ich diese Fischereiroute sage, diese Seeroute da, die habe ich auch noch nicht gefixt. Mann, ist doch alles kacke hier. Aber immerhin, unsere Stadt geht weiter, aber ist ja furchtbar. Ich komme zu nix, das ist so scheiße. Entweder liegst du im Krankenhaus oder du bist am Arbeiten oder ja, irgendwas hält einen auch immer davon ab. Ey, das ist auch ein Scheiß, aber naja, was willst du machen? So ist das halt eben. So. Ah, ja. So, jetzt habe ich mal ein bisschen versucht, hier diese Vielfalt in dieser wunderschönen Stadt mal hinzukriegen. Das heißt, also in dieser Stadt, was? In diesem Klärwerk, in dieser Wasseraufbereitungsanlage, habe ich mal versucht, so ein bisschen die Vielfalt hinzukriegen, indem ich jetzt unterschiedliche Wasseraufbereitungsanlagen teile. Verschiedene Klärbecken verwenden möchte oder verwendet habe, indem ich das mal so ein bisschen verbinde oder mal ein bisschen kleinere, größere, unterschiedliche Anlagenteile und so weiter und so fort. Und das Ganze ist ziemlich tricky zu bauen, muss ich mal eben anmerken. Ich weiß, jeder denkt jetzt, ich baue da irgend so ein langweiliges Raster und so weiter und so fort. Soweit klar und klar wie Kloßbrühe, aber man muss anmerken, wir dürfen ja bei unserem Klärwerk da nicht irgendwie auf die Idee kommen, Industrie anzusiedeln. Also ich durfte nicht mal ein Ploppable Rico mit einer Umweltverschmutzungssache hinbauen, weil unser leider Gottes etwas nicht ganz passend gut gebautes System hier leider sagt, dass wir dann eine Wasserverschmutzung haben und Wasserverschmutzung ist pfui, wie ihr wisst, und dann ist das alles RIP hier und das wollen wir nicht. Deswegen, ich glaube, das wäre ein wenig schlecht, wenn wir das gemacht hätten.
Deswegen. Und da habe ich noch irgendwelche Punkte gefunden und ich habe die nicht weggekriegt, aber ich glaube, da bin ich gleich im Live-Part auch nochmal ein bisschen mit beschäftigt. Meine Güte. Und dann fange ich wieder an. Meine Güte. Mir fällt wieder auf, oh, die Wasserleitung, die gefällt mir aber nicht so, wie sie jetzt ist. Erstmal wieder fixen. Das gefällt mir auch nicht. Also auch nochmal abreißen, wieder neu bauen. Oh, sieht auch scheiße aus, wieder neu bauen. Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt irgendwie so angewöhnt, diese Wasserleitung in die Straßen zu bauen, weil ich irgendwie finde, da machen sie am meisten Sinn. Das wirkt realistischer und zum anderen, jedes Gebäude kriegt auf jeden Fall einen Wasseranschluss, wenn die Wasserleitung in der Straße liegt, weil kein Gebäude ohne Straße irgendwo stehen kann. Deswegen, also, ich glaube, ihr versteht vielleicht, was ich damit sagen wollte. Strom fehlt natürlich auch noch hinten im Gebäude. Und das ist alles sehr, sehr interessant hier, wie man sieht. Ist übrigens lustig, die Stromleitung, die ich da gerade gebaut habe, die musste ich für eine Kameraaufnahme, also für so ein Kamera-Cinematic-Flug-Gedönse, gerade eben wieder abreißen, wieder neu bauen, wieder abreißen, wieder neu bauen. Meine Güte, weil die Kamera sonst immer da festgeglitscht ist, das war ein bisschen lustig. Aber, naja, hat sich so ergeben. Was will man machen? Und wenn ich nicht so frieren würde, aber das... ich will ja nicht immer sagen, dass ich friere, aber... Mein Vermieter kennt ja das Wort Heizung nicht. Scheiße, ey. Mann. So. Straße ausrichten, logischerweise. Stimmt, ich könnte euch ja eigentlich mal fragen, wie geht's euch denn eigentlich? Ja, ich kann ja immer nur von mir reden hier. Das ist ein bisschen einseitig, ein bisschen langweilig. Und dann habe ich hier mal übrigens gerade diese wunderschönen Betonwände gefunden. Ich finde die übrigens praktisch mal als Lärmschutzwand. Ich werde die sicherlich irgendwie noch an der Autobahn klatschen. Aber jetzt habe ich sie mal gerade hier in den Hintergrund geklatscht. Weil ich finde es immer öde, wenn wir hier so auf großer Fläche Zäune verwenden. Ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, weil das ist so, das Doofe ist, du siehst die Zäune halt nicht. Weil die sind ja Maschendraht oder sowas, das ist so fein, das sind so feine Texturen, die siehst du nicht. Und das ist natürlich dann irgendwie ein bisschen fail. Aber naja, was willst du machen? So ist das halt eben. Und währenddessen ich hier gerade schön versuche, hier irgendwie so ein Eingangsportal hinzukriegen. Keine Sorge, das sieht nicht mehr so hässlich aus, wie es jetzt aussieht. Weil ich tatsächlich Ewigkeiten damit verbracht habe. Hier haben wir es nämlich, Ploppable Rico. Erstmal nachgucken, was macht denn eigentlich Umweltverschmutzung? Und da fällt mir auf einmal ein, ich kann gar kein Industriegebäude hinsetzen. Also habe ich nach einem Bürogebäude gesucht. Habe mir gedacht, das Ding sieht verdammt gut aus für so eine Wasseraufbereitungsanlage. Weil es gibt ja immer mal wie heißt es, die Verwaltung von diesen Teilen und da ist das natürlich dann ganz praktisch, wenn man das eigentlich auch dahin baut. Deswegen plöpp, 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 plöpp. Hier mal eben den Beton wieder dahin malen, dann natürlich überall noch Dreck hin, Dreck hin, Dreck hin. Ich habe übrigens hinterher sehr, sehr viel sehr, sehr viel mit den, wie heißen die Teile jetzt? Bin ich blöd? Mit den ich nenne es jetzt mal Bodenfarben. Also ihr wisst, was ich meine hier, diese Props, die man auf dem Boden planten kann und damit sieht der Boden dann anders aus. Aber ihr seht gleich, was ich meine. Weil irgendwie ist das so, es wirkte mir zu sauber für diese Kläranlage, deswegen habe ich auch sehr viel mit diesem Dreck gearbeitet und habe versucht, nicht irgendwie zu erreichen, dass diese Kläranlage zu sauber aussieht, weil so wie sie jetzt aussieht, sieht sie natürlich viel, viel sauberer aus. Ich meine, Kläranlage ist jetzt auch nicht total dreckig oder sowas, aber irgendwie, es passt besser zum Stil irgendwie, wenn man da jetzt so ein bisschen mit dem Dreck rumarbeitet und das irgendwie etwas schöner veranstaltet. Ich weiß es nicht. Deswegen, also ich fand es persönlich optisch ein bisschen schöner. Deswegen, please don't hurt me. Ich weiß, da oben steht jetzt Lenotech oder Inotech oder was weiß ich. Aber irgendwie fand ich das Gebäude halt schön, deswegen habe ich mir einfach gedacht, baust du das mal dahin. Sieht auch sehr, sehr schön aus, dieser Glasklotz, aber naja, es muss ja nicht hundertprozentig passen. Es ist ja einfach nur so ein bisschen das Designen von diesem ganzen Käse hier. Meine Güte, ey. Ich finde das schön. So ein paar Bäumchen noch, logischerweise, weil wir müssen ja schon irgendwie hinkriegen hier, dass das Ganze so... Ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht seit wann, aber ich habe immer diesen Hang in City Skylines überall so ein bisschen grün hinzubringen. Diese Städte grüner zu machen, nicht nur diese Betonwüste überall. Ja, ich habe da gerade den Trump Tower für Arme, den Dump Tower gefunden. Meine Güte, ey. Witzig. Nee, also da steht einfach Dump. Ich weiß nicht, aber das ist kein Original-Tower irgendwo in der Welt, oder? Weil Dump... klingt nicht gerade gut, aber so ist das halt. Ach ja, es ist schön, es ist schön, es ist schön. Das erste Mal City Skylines seit einer Woche. Es ist ein Traum. Und da muss man sich natürlich schon so ein bisschen wieder reinfuchsen, weil ich muss gestehen, ich habe ein bisschen gespielt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, weil, beziehungsweise ist Quatsch, ich habe die Aufnahme gestartet, ein bisschen gespielt, dann gemerkt, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Also na gut, so schlimm war es nicht, aber die Aufnahme dann relativ fix wieder
rausgeschnitten in der Videobearbeitung hinterher, weil es ging nicht. Es war furchtbar. Das war mir schon so ein bisschen zu peinlich. Also, hättet ihr viel zu lachen gehabt in der Zeit. Deswegen, also, meine Güte, ey, das ging gar nicht. Aber so ist das. Wenn man das ein bisschen länger nicht spielt, da ist das natürlich etwas kritisch. Und hier habe ich mir dann gedacht, machst du nochmal so ein bisschen Wasser da rein, dass du halt nochmal eine offene Wasserfläche hast, damit das Ganze hier irgendwie ein bisschen, ja, belebter aussieht, weil diese Wassertanks beziehungsweise diese Klärtanks oder die Klärbecken, die sind nicht beweglich, also beziehungsweise bewegen sich nicht, dadurch, dass der Prop halt diese Bewegung nicht animiert hat. Und ja, deswegen dachte ich mir, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn ich das irgendwie so ein bisschen, ja, so mache. Keine Ahnung. Ich fand's halt irgendwie hübscher, wenn da mal ein bisschen Wasser sich bewegt. Auch wenn so kristallklares Wasser. Wobei ist eigentlich ganz schön. Vielleicht ist das einfach das verarbeitete Wasser. Kann man ja auch machen. Und hier habe ich jetzt noch so ein bisschen versucht, irgendwie hinzukriegen, dass die Stromleitung oder der Stromanschluss für das Gebäude irgendwie ein bisschen besser aussieht. Wie bisher. Und naja, so ist das. So ergibt sich das hier quasi. Stromleitung irgendwie sinnlos planten, weil man weiß noch nicht so ganz, wohin damit. Ihr kennt das vielleicht. Zack, ja genau, du mal eben da reinschieben. Wundervoll. Und dann geht's los. Suchen, 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 suchen. Denn Electric Plant noch daneben. Nee, sieht scheiße aus. Dann wieder abreißen. Das Übliche halt. Ach, mein Gott. Und ich bin froh, dass ich jetzt wenigstens auch mal live meine Aufnahme hier sehen kann. Beziehungsweise in flüssig. Weil irgendwie, habe ich eine falsche Einstellung an meinem Rechner gehabt. Seitdem läuft das alles ein bisschen flüssiger. Aber so ist das. Ich habe übrigens auch die Sichtweiten-Einstellung ein bisschen geändert, aber ich glaube, das erzähle ich gleich im Live-Mode. Deswegen, ich will mich ja jetzt hier nicht dauerhaft wiederholen. Kleine Feuerstation übrigens noch, für den Fall, dass hier mal was brennen sollte. Ich weiß nicht warum. Kläranlage, Chemieunfall, irgendwie sowas. kann ja mal nicht schaden, wenn man mal so ein bisschen was hat, ne? Irgendwie mit der Industrie und die andere Feuerwehr wird ja jetzt vom Kohlekraftwerk kommen. Das wäre ein bisschen weit weg. Deswegen, ich dachte mir, vielleicht sieht das ja so gar nicht mal so schlecht aus. Gut, liebe Leute, an der Stelle allerdings, ich gebe mal ab an ein bisschen Musik, wie üblich. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann gleich im Live-Part wiederhören. Bis dahin, ich wünsche euch natürlich noch ein paar wunderschöne Musikminuten. Minuten einfach. Und haut rein, ich wünsche euch was. Tschüss, bis gleich. Ich kann nicht singen, aber tschüss, bis gleich.
Gentlemen, herzlich willkommen damit zum Live-Part dieser wunderschönen kleinen Folge und unserem wunderschönen kleinen Water Treatment Plant, alias, wie sollen wir das nennen? Kläranlage. Das ist glaube ich, die sinnvollste Bezeichnung von dem Ganzen. Ja, willkommen zurück in City Skylines im Live-Teil. Ich glaube, ich habe ein paar Minuten lang nichts mehr geredet. Und das hier ist das ganze Gedönse, was wir heute mal gebaut haben, weil ich hatte mir gedacht, wir haben ja jetzt hier die letzte Zeit viel an unserer Stadt hier gebaut, haben jetzt hier den ganzen Käse gebastelt, und ich habe hier vergessen, eine Straße unterirdisch reinzubauen, damit der hier zufrieden ist. Keine Sorge, wird noch gemacht. Und man merkt vielleicht an meiner Stimme schon, dass ich noch ein bisschen krank bin, aber gut, das soll uns jetzt mal nicht weiter aufhalten. Deswegen kam die Folge übrigens gestern nicht raus, weil ich, und auch nicht vorgestern und sonst auch die ganze Woche nichts, weil ich bin ziemlich im Sack gewesen und bin es immer noch ein bisschen, aber es geht zumindest so weit, dass ich es jetzt wieder schaffe, hier ein bisschen aufzunehmen. Das hier ist auf jeden Fall unser kleines Gedönse hier und ich habe mir gedacht, das baue ich heute mal, weil wir hier oben diesen ganzen Käse, ich fand das nicht mehr schön, das ging gar nicht mehr, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, komm, reiß den ganzen Scheiß weg und machst das Ganze nochmal neu und in gescheit und in besser und in wundervoll. Hat soweit auch ganz gut funktioniert, wie ich das jetzt einschätzen kann. Damit unsere ganzen Bürger in dieser wunderschönen Stadt hier sich nicht auf den Hintern getreten fühlen. Was? Damit hier das ganze Klärwasser auch klarkommt. Von diesen ganzen Air Station Basin Things, whatever, gibt es knapp 120 Millionen, genau. 120.000 Liter Durchflussrate haben die Teile. Und wenn ihr jetzt mal ganz kurz hier auf dieses wunderschöne Menü guckt, dann seht ihr, dass wir momentan Wasserpumpkapazität von 1,6 Millionen Kubikmetern in der Woche haben und wir 2,2 Millionen auf jeden Fall loswerden. Das heißt, wir können sogar noch an der Wasserverfügbarkeit deutlich hochschrauben, also alles im entspannten Bereich. Besonders interessant ist dann die Tatsache, dass wir momentan nur knapp 500.000 Kubikmeter brauchen, von Millionen wohlgemerkt. Also ich glaube, wir können unsere Stadt noch ganz gut erweitern, bevor es hier zu irgendwelchen Problemen kommt. Und das ist natürlich auch gut so und Sinn und Zweck der Sache. Also von daher, ich denke mal, das ist in Ordnung. So, ich habe hier leider Gottes im Nicht-Live-Part, in der Timelapse, so, mein Gott, habe ich hier natürlich viel gebastelt, viel getan und so weiter und so fort. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir hier nicht eventuell noch so ein, zwei Kleinigkeiten verschönern können. Ich habe versucht, das Ganze hier alles so relativ in diesem grauen, naja, was heißt grauen, in diesem braunen Look hier zu halten und diesem erdigen Look. Weil halt eben das irgendwie schöner aussah hier, anstatt dass das Ganze jetzt so farbenfroh grün wird. Ich habe zwar versucht, ein paar Bäumchen reinzubauen, das ein bisschen schöner zu machen. Entschuldigung, die Bäumchen außerhalb dieser Seite sollen mal noch nicht Thema sein. Hier kommt natürlich noch ein bisschen was hin auf die Fläche, aber jetzt noch nicht. Und ich denke mal, das ist so ganz, ganz schick und wundervoll geworden. Aber jetzt im Live-Teil wollen wir natürlich nochmal so ein ganz kleines bisschen hier, so ein bisschen die Sachen verschönern, wenn die jetzt noch nicht so ganz wirklich schön geworden sind. Das geht natürlich auf jeden Fall schon mal. Und haben wir hier noch irgendwelche Stellen, die ich verpennt habe? Ich hoffe mal nicht. Falls übrigens jemand sich hier wundert, warum die Sachen hier in irgendwie komischer Reihenfolge angeordnet sind, ich weiß es auch nicht. Also, keine Ahnung, warum der das so macht. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich bin ein bisschen blöd gewesen, das auf jeden Fall, aber ich kann jetzt noch nicht so ganz definieren, was sich hier jetzt geändert hat. Ich finde diese Anordnung viel schöner, weil die dann mit diesem Bogen genau übereinstimmt, anstatt diese Anordnung mit dem Bogen hier alleine stehend, aber irgendwie geht das nicht anders. Und der ist mit dem jetzt in einer Synchronisation, der hier ist irgendwie synchronisiert. Unterirdisch sind die alle gleich, aber irgendwie überirdisch nur nicht so wirklich. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem. Und was hier natürlich ganz wichtig ist, ist, dass hier nirgendwo Umweltverschmutzung entsteht. Erstens, weil wir es natürlich schön ordentlich haben wollen, aber zum anderen ist es ganz, ganz wichtig, dass hier keinesfalls irgendwie unsere Trinkwasserverschmutzung ansteigt, sonst haben wir hier natürlich ganz schnell Party und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen, jo, so, den Kreisverkehr und die Brücke hier oben, die habe ich ja schon etwas früher irgendwann mal gebaut, im Nichts ist nirgendwo. Ich finde es übrigens, ich habe jetzt erst gemerkt, dass diese Brücke tatsächlich andere Farben hat. Ich finde die blaue viel schöner als die hier, weshalb ich ganz gerne diese hier wegreißen würde und mir das Ding hier mit Steuerung C mal eben hier neben kopieren dürfte. Ist das jetzt wieder weiß? Jetzt ist es grau. Ist auch grau, ist weiß, ist blau. Da ist es doch. Das Ding wollte ich doch haben. So, ja, du kannst alles weg. Und ich wollte ganz kurz ein... Oh, ist das Spiel... Da, doch, es ist pausiert. Alles klar. Weg.
Dich will ich. So, du sollst jetzt hier nämlich nochmal hin. Ich habe nämlich erst gar nicht realisiert, dass das Ding tatsächlich... zack. Na, wann bist du gerade? So, ne? Ja, so können wir das machen. Also, dass das Ding eine andere Farbe hat, das habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, jetzt mit dem Blau sieht das schon mal besser aus. Wir müssen ja nicht immer nur Weiß nehmen oder sowas. Und ja gut, so ungefähr schaut der ganze Laden jetzt aus. Ich habe natürlich eine Stromversorgung, die geht hier ins Gebäude rein, weil ne, alles andere sieht irgendwie immer doof aus, finde ich. Hier vorne können wir übrigens auch nochmal ein bisschen vorbeikommen. Lass mal den Beton da in Ruhe. Beton haben wir genug in unserer Stadt. Wie wäre es mit ein, zwei Bäumchen mal wieder? Ich nehme ja immer ganz gerne diesen Baum hier. Wie heißt der? Erle. Ja, gut zu wissen. Ich dachte, der hätte jetzt noch einen besonderen Namen. Also das ist eine Erle. Die platziere ich hier eigentlich ganz gerne. Und sogar relativ random jetzt mal die Büsche hier hin. Es soll einfach nur nicht so ganz voll aussehen. Natürlich müssen wir den netten Baum hier vorne mal ein bisschen killen, der hier in die Hochspannungsleitung reinragt. Der Rest ist noch in Ordnung. Mehr oder weniger. Aber naja, so geht's eigentlich noch ganz gut. Hier sind natürlich ein paar Risse im Parkplatz. Hier habe ich mal ein paar Bäumchen drauf geplantet. Und es gibt ja relativ oft, dass so eine Kläranlage so ein Bürogebäude hat. Vor allen Dingen so große Kläranlagen. Macht ja Sinn. Irgendwie muss der ganze Käse ja auch verwaltet werden. Und deswegen sieht das ganze Ding jetzt so aus. Natürlich steht jetzt hier Lenotech dran, aber ich fand das Gebäude einfach so passend mit diesem leichten Braunton hier vorne, auch wenn der Creator hier hinten eine sehr große, langweilige Fläche gelassen hat. Wobei, können wir da nicht eigentlich was gegen machen? Haben wir da nicht irgendwie irgendwas Dämliches, was wir jetzt da dran stellen können? So ein Billboard oder sowas? Was ist das? Ne, das steht alles nur am Boden. Haben wir irgendwas Hochstehendes eventuell? Ne, steht auch nur auf dem Boden. Irgendwas, was hier eventuellerweise da... Bist du hochstehend? Nein. Du bist hochstehend. Irgendwas, was auf dem Pfosten steht. Also relativ hoch sogar. Gibt es nicht diese Reklametafeln? Diese dreieckigen doch nicht. Diese, wie heißen sie? Ja, mit so einem Unicorn. Ja, genau. Auf jeden Fall eine gute Idee hier. Irgendwo müssten wir die doch haben. Nicht diese dreieckigen, sondern diese aufgeständerten. Nee. Hier wird nicht hier, ne? Irgendwo waren die drunter, aber jetzt fragt mich bitte nicht, wo. Was ist das? Achso, diese ganzen Sachen nochmal in random. Ja, gut. Irgendwo hier drin, in den Tiefen dieser Reklametafeln, ist das tatsächlich untergebracht. Aber ich kann euch jetzt leider Gottes nicht sagen, wo das ist. Also gut, dann lassen wir das jetzt erstmal kurz noch so, bevor wir jetzt 8,5 Wochen am Stück nach dem Ding hier suchen. Hier drunter vielleicht noch. Ich kann ja hier nochmal eben durchscrollen. Nicht wirklich. Nein. Also deswegen, ich würde sagen, das ist natürlich jetzt ein bisschen fail. Beziehungsweise ich glaube, das ist sogar Mod, also es ist modabhängig, ob ich das Ding hochplatzieren kann oder nicht. Ich habe den Mod doch, ach egal. Nevermind, wen juckt's? Ich denke mal, so ungefähr sieht unser Water Treatment Plan ganz schön aus. Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich hier nicht noch irgendwo, ich kann das jetzt mal gerade ausprobieren in diesem Live-Part hier und oh, meine Finger tun weh. Erkältung, da tun einem immer alle wunderschönen Knochen weh. Ah, was will man machen? Das ist natürlich alles nicht so besonders optimal hier vorne. Das suche ich. Und ich möchte das haben. Und ich möchte nicht auf Size einzeln, sondern auf möglichst auf die Kleinste. Ich glaube, das ist 15. Na ja. Und dann nehme ich mir dich jetzt mal. Und dann, hier irgendwie funktioniert das Tool nicht mehr so ganz gut, wie es damals noch funktioniert hat. Ich weiß nicht, warum der jetzt so ruckartig funktioniert. Kann daran liegen, dass ich diesen anderen Mod wieder reingetan habe. Das tut mir dann leid. Aber was willst du machen? So. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Das suchte ich eigentlich. Also die Höhe suche ich und die möchte ich jetzt hier so ein bisschen angleichen. Wobei, die Frage ist jetzt, sieht das hinterher gut aus, wenn ich jetzt hier mal so grob sage, ich mache jetzt hier noch so einen Wasserauslauf raus. Eigentlich müssten wir dann sogar so weit gehen und hier nochmal eben hier irgendwie so eine Pumpstation. Das können wir machen. Sieht die besser aus? Oder die? Eigentlich plus minus scheißegal. Ne? Ja, doch. Komm, nehmen wir die hier mal. Die setzen wir jetzt hier einfach mal hier rein. Und dann nehmen wir uns hier vorne das Dings hier noch. Gucken mal ganz kurz, wie das jetzt hier aussieht. Dann drücken wir natürlich nochmal M, Move It, drehen das nochmal ein bisschen so, dass es passt. Schnappen wir uns natürlich hier unsere Wasserversorgung, unsere Leitung natürlich, sonst funktioniert der ganze Laden nicht. Und schließen dich jetzt noch mit dem mal eben kurz. Stromversorgung hast du auf jeden Fall. Also, jetzt haben wir hier nochmal eine Wasserpumpe. Gut, die zieht jetzt Wasser. Aber, nee, Water Treatment Plant? I don't know what this thing is doing. Durchflussrate, Abflussrate. Pumpt das jetzt Abwasser hier rein? Ich check hier nichts. Egal. Keine Ahnung, sehe ich dann. Nee, weiß ich nicht. Was ist das? Was machst du? Vielleicht deswegen gibt es vielleicht zwei Stück. Was ist das? Water Pumping Station, Water Treatment Plant. Ach so, alles klar. Das ist also tatsächlich Water Treatment. Das wollen wir natürlich nicht. Water Pumping Station macht dann natürlich schon mehr Sinn. Deswegen sehen die beiden auch gleich aus. Ha, das macht natürlich Sinn.
Alles klar. So, hier nochmal ganz kurz M. Dich möchte ich natürlich gut aussehend hier sitzen lassen. Dann nehme ich mir das nach hier und natürlich nochmal eben die Verbindung. Und dann geht das Ganze jetzt so aus. Und ich denke mal, oh, ja, die zieht natürlich ein bisschen Wasser. Ist mir schon klar, ich kann dich leider nicht abschalten, ohne dass ich so ein nerviges Symbol kriege. Nee, aber gut, ich meine, bevor der das Meer hier leer gesogen hat, da hat er natürlich noch ein bisschen was zu tun, denke ich mal, ne? Genau. Sieht jetzt natürlich ein bisschen, der zieht tatsächlich verdammt viel Wasser, ne? Ich dachte eigentlich, das sieht gut aus, aber das sieht scheiße aus, wenn der Wasser so viel Wasser wollte ich da eigentlich nicht verlieren. Und die Teile sehen irgendwie scheiße aus, das ist natürlich wieder Abwasserentsorgung, das sieht auch kacke aus. Haben wir nicht irgendwas besser aussehendes hier? Vielleicht einfach Rohrleitungen, die ins Wasser gehen? Nee, keine Ahnung. Das ist alles irgendwie nicht ganz optimal, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Vielleicht müssen wir tatsächlich mit diesen Pumpen hier arbeiten. Wobei, die ziehen natürlich auch Wasser ohne Ende, ne? Eigentlich sieht sowas hier ja ganz super aus, aber ich möchte auch wieder kein Schmutzwasser da reinleiten. Es ist irgendwie verflucht hier. Verdammte Axt, was kann ich denn hier hinmachen, dass das mal gescheit aussieht? Das sah gerade richtig super aus. Ach, Quatsch, ich bin doch blöd. Jetzt mal ganz im Ernst. Also, hallo? Nein, ich möchte die Rohrleitung. Nein, ich möchte die Rohrleitung. Darf ich die Rohrleitung haben? Hallo, Spiel. Bitte antworten Sie mir. Ich möchte die Rohrleitung. Ich habe gesagt, die Rohrleitung. Mates! Na gut, komm, scheiß der Hund drauf. Dann bleibt die halt da liegen. Ich möchte Water Pumping Station haben. Die kommt dann tatsächlich wieder hier rein. Dann drücken wir mal M. Ziehen das ganze Ding jetzt noch ein bisschen anders. Drücken zurück und machen hier einfach mal so. So, blindstopfen quasi. Und wie sieht das Ganze jetzt aus? Jetzt zieht die tatsächlich auch Wasser, ja? Aber nur noch bis... Oh, die zieht tatsächlich die ganze Zeit Wasser. Damit diese kleine Rohrleitung da auch tatsächlich voll wird. Sicher, komm, leck mich doch. Mann, warum funktioniert das nicht, was ich vorhab? Da, dann baue ich jetzt halt diese... Nein, soll das richtig? Ist das richtig? Ja, ist das richtig. So, jetzt baue ich diese Abwasserstation dahin. Dann kriegst du hier nochmal nach da eine Verbindung, irgendwo ins Nirgendwo. Ich glaube, da sollte jetzt kein Problem entstehen, weil da wird niemals Abwasser durchfließen. Und dann sieht das gescheit aus. Das war so der Plan. Also ich glaube, das geht klar, ne? Ich glaube, das ist in Ordnung. Rödel, rödel, rödel. Was macht er? Ich weiß noch nicht so ganz, was ich hier gerade versuche, aber es scheint nicht so ganz zu klappen, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht muss ich dich nochmal ganz kurz... Oh. Hallo? Könnte ich eventuell... Darf ich dich abreißen? Ich darf dich nicht abreißen. Was macht er denn jetzt? Ei. Ei. Holla, die Wald. Oh. Ja, vielleicht habe ich da jetzt gerade ein bisschen was gecrashed. Das wollte ich nicht. Ich wollte das eigentlich abreißen. Darf ich dich jetzt abreißen? Hallo, darf ich dich? Warum darf ich das nicht mehr abreißen? Das wollte ich nicht. Das sieht scheiße aus. Gib mir... Warum kann ich dich so verschieben, dass es wieder ein Originalgebäude ist? Ja, geht doch, meine Güte. So, kann doch nicht so schwer sein. Jetzt ist natürlich hier vorne die Leitung verbuggt. Ah, nee, doch, Gott sei Dank. Das haben wir nämlich hier oben schon. Ich weiß nicht, was der hier mit vorhat. Oder was der hier für einen Auftrag hat. Aber irgendwie... Macht das für mich keinen Sinn, was hier liegt, aber naja, vielleicht muss ich mich da später nochmal drum kümmern. Beziehungsweise, wenn ihr wisst, was das ist, dann sagt mir das gerne in den Kommentaren. Vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen Bug hier. Was ich jetzt suche, ist eigentlich hier unten das. Und dann fräse ich mich jetzt einfach mal hier rein. So, und dann suchen wir wieder unseren Wasser-Treatment-Plant. Und dann suchen wir nach hinten und dann ist der hier. Ich möchte ihn einfach nur so tief wie möglich hier drin sitzen haben, weil wenn er hier so ganz hoch steht, sieht das irgendwie kacke aus. Und damit das Ganze hier auch tatsächlich wirklich gut aussieht, würde ich sogar sagen, wir machen da mal zwei hin. Ich meine, mein Gott, was soll schaden. Wo haben wir es? Da haben wir es. Zack. Ey. Dich suche ich. Ah, langsam tut die Hand schon weh vom Scrollen. Ja gut, jetzt müssen wir vielleicht mal ganz kurz eben warten, bis hier die Wassersimulation sich wieder gefangen hat. Oh, das gibt aber eine gute Flutwelle. Okay, wir müssen mal kurz warten, bis sich das Wasser wieder gefangen hat. Ich weiß nicht, was der hier für einen Riesenkäse macht. Oh, das Schiff. Alles klar, sieht hochprofessionell aus, ich weiß. Ich habe übrigens auch immer noch nicht die Schifffahrtsroute hier vorne gefixt. Aber das ist auch etwas schwieriger, als man sich das jetzt vielleicht vorstellen mag. Also von daher, don't hurt me. I'm sorry, aber na gut, was willst du machen? So, kann ich hier vielleicht eben zwischenzeitlich die Straße durchbaddeln, damit das nicht ganz so kacke aussieht? Einfach so ein Betonding. Ist egal, wie das aussieht. Er kann...
Meinetwegen geht das mit No Collision? Das geht mit No Collision sogar. Wo bist du anliegend? Da, wo natürlich die Tür ist. Die ist in dem Fall hier. Das heißt, wenn ich dir jetzt hier eine Straße reinbaue und die nach hier verbinde, sieht das natürlich wieder kacke aus. So geht's aber. Sieht natürlich jetzt ein bisschen dämlich aus hier, aber vielleicht könnt ihr verstehen, was meine Notsituation ist. Nein, das möchte ich eigentlich nicht. Vielleicht kann ich dich hier einfach eins anheben. Mir sieht auch kacke aus. Vielleicht wollte ich ja die andere Straße einfach absenken. Sieht auch kacke aus. Ja gut, dann komm. Lass das mal da rumliegen. Ich meine, das ist jetzt noch nicht ganz so schlimm. Ich will nur gucken, ob hier vielleicht eventuell irgendwann mal ein Krankenwagen oder sowas ankommt. Beziehungsweise, Quatsch, ein Krankenwagen. Polizei oder irgendwie irgendwas, was hier dafür sorgt, dass dieses Ding keine Probleme mehr hat. Das wäre ganz super. Weil irgendwie mag ich das Krankenhaus so, wie es da steht und es soll nicht komplett hier den Geist aufgeben. Aber gut, das müssen wir jetzt vielleicht noch ein paar Sekunden abwarten. So, haben wir denn jetzt mittlerweile das Wassergedöns hier unten? Das hat sich gefangen. Das finde ich super. Dann möchte ich nämlich ganz gerne nochmal ein zweites davon haben. Allerdings muss ich dafür wieder einmal erst ein bisschen Bewegung hier in den Boden bringen. Das heißt, diese Ebene hätte ich hier ganz gerne überall. Ich meine, guckt euch das an. Das ist doch nicht normal. So hat das doch nie funktioniert, das Scheißding. Mann. So, jetzt muss ich nämlich wieder auf dieses komische Tool hier ausweichen und ich krieg's nicht weg. Ich kann machen, was ich will. Und irgendwie ist das dämlich und irgendwie mag ich das nicht. Aber, oh, holla die Waldfee, das war aber ein bisschen heftig. Hier, das reicht mir schon, wenn das so ein bisschen abgeflacht ist. Zack. Und genau, jetzt du sitzt auch auf der gleichen Ebene, so wie ich mir das jetzt vorstelle, genau. Dann suchen wir uns nochmal M-Tool, dann schieben wir das jetzt mal hier ineinander quasi, also fast. Erstmal muss ich dich jetzt hier natürlich gerade ziehen, sonst funktioniert der ganze Laden nicht. Und dann ziehe ich dich nochmal ein Stückchen zurück. Jetzt ist er leider Gottes hier vorne auf dem letzten Meter höher geworden. Du bist immer noch nicht auf der gleichen Höhe. So. Jetzt vielleicht? Ja, jetzt sitzen sie aber nicht mehr nebeneinander, sondern hintereinander. Und wenn ich den hier auf die richtige Höhe ziehe, geht der auch wieder hoch. Und wenn ich dich jetzt... Ach du Scheiße. Ich ziehe dich nochmal ein Stückchen weg. Ich versuche dich jetzt hier vorne auch nochmal eben ein bisschen zu begradigen. Beziehungsweise hier, dich da, du hier, so, das sollst du machen. Genau, alles auf die gleiche Ebene. Beziehungsweise, ganz ehrlich, wenn ich dich jetzt abreiße und dich abreiße, ich mache jetzt hier einfach mal einen Trick 17 auf eine etwas höhere Höhe, so vielleicht. Keine Ahnung, Hauptsache... Das sieht gleich gescheit aus. Ich möchte dich gerne nach da haben. Ich ziehe dich nochmal ein Stückchen runter, obwohl das ewig dauert. So vielleicht. Und dann du vielleicht nochmal nach hier. Zieh. So. Jetzt gucken wir gleich mal, ob das hier alles auf der gleichen Ebenenhöhe liegt. So würde ich sagen, liegt es sogar schon ziemlich gut. Jetzt muss ich hier natürlich nochmal ein bisschen gerade ziehen, den ganzen Spaß. Dann ziehe ich dich natürlich auch wieder runter auf die richtige Ebene. Guck das jetzt mit Augenmaß ab, weil den anderen Messwerten, den vertraue ich gerade nicht, seitdem das so verbuggt ist. Wasser natürlich und dann Prep 1. Ja, laber nicht. Ach so, jetzt ist der da hinten im Weg. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Meine Güte, wie kann das denn so schlecht sein? Komm, jetzt ziehe ich dich nach da. Ich ziehe euch mal alle eben 4 Meter höher. Beziehungsweise er kann ruhig ein bisschen tiefer bleiben, weil das macht ja eh keinen Sinn. So, jetzt ziehe ich dich erstmal noch ein bisschen höher. Dann ziehe ich dich jetzt nochmal ein bisschen höher. Irgendwann werden wir das haben, dass das hier gescheit aussieht. Meine Güte, ey. Vorführmodus und es wird schwierig. Ihr kennt es. So, vielleicht jetzt. Ja, und jetzt daneben nochmal. Hallo, darf ich was sehen? Ja, das sieht doch gut aus. So, jetzt natürlich nochmal M-Tool. Einmal ein bisschen drehen hier, ein bisschen wieder da dran schieben. Vielleicht sieht es ja dann tatsächlich mal gut aus. Oder vielleicht möchte das auch jetzt immer noch nicht. So, vielleicht hier gleich mal. Nein, du sollst schon noch da hinten deiner Linie da treu bleiben. Ach, rumbacken. Vielleicht, wenn ich dich jetzt eins höher setze. Noch eins höher setze. Zwei niedriger. Höher, niedriger. Sieht das jetzt gescheit aus? Niedriger, höher. Ja, so geht's. Meine Güte, ey, das ist aber auch aufwendig hier. So, also, nächster Schritt ist dann natürlich, wir müssen hier nochmal ein bisschen auf Optik gehen. Der Kollege hier vorne ist mit No Collision, No Zoning und ohne das Clipping-Tool da jetzt mal an der Sache. Ich möchte ganz gerne, dass du hier einfach nur ausläufst. Dass das hier nicht so ganz grob aussieht. Darum ging es mir jetzt eigentlich nur. Du hier vorne übrigens...
gehst mal schön zurück in deinen üblichen Käse da rein. Und dann machen wir von da aus, gehen nämlich jetzt nochmal den gleichen Käse ohne Clipping. Ja, nein, der klippt schon wieder. Der macht schon wieder nur das, was er möchte hier. Warum darf ich denn jetzt hier von da aus keine Kurve bauen? Darf ich das mal fragen? Ich meine, so ist klar, ne? Darf ich jetzt eine Kurve bauen? Aha, ich darf eine Kurve bauen. Das wollte ich doch eigentlich. Also, hier natürlich auch nochmal ein Stückchen tiefer. Ich meine, ist relativ egal, auf welcher Höhe der rein oder raus geht hier. Soll nur mal so ein bisschen optisch schöner aussehen. Und was wir dann daneben noch machen werden, ist jetzt einmal so ein ganz normales Pümpchen hier dran setzen. Einfach, weil ich denke, das sieht nicht schlecht aus dann, wenn wir hier auch nochmal eine Abwechslung reinbauen. So vielleicht. Und dann nehme ich mir natürlich nochmal M und ziehe dich nochmal nach. Ja, vielleicht bis dahin. Und dann ziehe ich dich von da nochmal ein Stückchen näher hier dran. Ich weiß nicht, warum der sich da jetzt in den Boden graben kann, aber ist in Ordnung. Ich möchte eigentlich, dass du da... Nein. Fast. Sieht fast gut aus, keine Sorge. So, also nochmal dich nochmal ein Stückchen höher hier. So ungefähr. Beziehungsweise eigentlich kann der ganze Käse auch so weit wie möglich im Boden versinken, damit er hier nicht nervt. Beziehungsweise er wird dann natürlich ein bisschen den Untergrund schänden, aber ich kann es nicht ändern. So, geh mal runter. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. So ist gut. Jetzt ziehe ich dich mal noch nach vorne. Alla die Waldfee. Geh mal ein Stückchen hoch hier. Ich muss dich sehen. Ah, ist das ein aufwendiges Spektakel. Ihr wisst, dass das mal gut aussieht. So. Ja, da möchte ich dich ganz gerne stehen haben. Dann gehst du mal da runter. Und dann sieht das jetzt so aus. Und dann gehst du noch mal zwei Schrittchen tiefer oder ein, damit das noch besser aussieht. Vielleicht können wir dann mit dem wunderschönen Tülchen hier, was wir jetzt haben, eventuell wieder ein bisschen hier auffüllen, aber das kann ich jetzt nicht versprechen. Vielleicht kann ich hier auch nur noch so hier Löcher fräsen. Ja, okay, das macht natürlich keinen Sinn, das wollen wir natürlich nicht. Hier vielleicht noch, ich werde das jetzt nur ein bisschen angleichen hier, da noch ein bisschen angleichen, da natürlich noch ein bisschen angleichen. Größe wäre nicht schlecht, beziehungsweise nicht so groß, sondern nur so ein bisschen hier, da das ein bisschen angeglichen ist an die Mauer hier. Und von da hinten natürlich auch nochmal so ein bisschen, ne, so, hier vorne natürlich auch nochmal auffüllen. So, damit die ganzen Teile hier keine Fehler machen, müssen wir natürlich mal eben darauf Bescheid sagen, dass das jetzt hier so verbunden ist, ohne dass das da oben mitzureden hat. So, jetzt werden die beiden vermutlich trotzdem Wasser anziehen, aber nicht allzu viel, hoffe ich mal. Und dann werden wir mal gucken, dass das Ganze jetzt so... Ich meine, es sieht ja jetzt gescheit aus. Ich glaube, wir können damit relativ zufrieden sein, dass das Ganze jetzt so ausschaut. Wir müssen das Ganze natürlich noch ein bisschen verstecken. Das machen wir natürlich nochmal eben. Das heißt, wir schnappen uns ein paar Bäumchen hier. Natürlich wieder meinen Lieblingsbaum. Und zwar nicht so flächendeckend, sondern nur einzeln. Und dann stelle ich hier mal den ganzen Hang mal eben voller Bäumchen und Sträucher und so weiter und so fort, dass man diese ganzen hässlichen Sachen hier vorne nicht mehr sieht. Natürlich noch ein paar Büschchen dazwischen. Tut mir leid, dass ich das jetzt hier mal gerade so ein bisschen wahllos mache. Aber die Natur wächst auch ein bisschen wahllos. Also es ist schon in Ordnung. Hoffe ich mal. Und selbstverständlich werde ich dann hier nochmal ein paar Bäumchen... Oh, sind das die richtigen? Naja, so mehr oder weniger. Das wollte ich dann vielleicht doch nicht. Ich wollte dann vielleicht eher... Ich meine, das kann ja ruhig mal ein bisschen Vielfalt hier drin geben. Wobei, es ist relativ simpel, hier mal so ein paar Standardbäumchen hinzuplanten. So, jetzt machen wir das natürlich noch ein bisschen kleiner. Zack, 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 zack. Auch hier nochmal so ein bisschen... Ich weiß, das ist relativ langweilig, wenn man jetzt hier nur überall so ein paar Bäumchen stehen hat. Aber wir werden natürlich hier noch ganz, ganz viel Zeit in diesem ganzen Gebiet insgesamt verbringen. Von daher, ich glaube, das ist nicht schlimm, wenn wir hier erstmal so ein bisschen Lückenfüllung betreiben. So sieht der ganze Spaß jetzt aus. Die ziehen tatsächlich Wasser rein und speisen ihre kleine Mini-Wasserleitung da. Sollen sie machen, ist mir mal relativ egal. Kein Stress an der Sache. So viel Wasser ziehen die ja jetzt nicht, ne? Also das sieht relativ in Ordnung aus. Ich glaube, da mache ich mir keine Sorgen. Alles klar, liebe Leute. In dem Sinne, ich würde sagen, wir haben heute relativ viel erreicht. Und ich habe sogar ein bisschen an der Tiefenschärfe hier gearbeitet. Das heißt, ihr könnt jetzt ein bisschen detailgetreuer sehen. Ich kann das jetzt noch ein bisschen hochstellen eben. Ich mache das mal gerade ganz kurz. Tiefenschärfe, Höhe natürlich auf ganz... Zack, so natürlich. Und dann können wir hier so schön durchfliegen. Und das werden wir natürlich gleich auch für die Kameraflüge und Ähnliches verwenden, dass wir hier auch richtig schön... Oh, das müssen wir mit unserer Stadt mal machen. Weil das war der Grund, warum die Aufnahmen in der Stadt immer so verschwommen aussahen. So sieht das natürlich viel klarer und viel besser aus. Und ihr seht schon, bis zu den Bergen da hinten ist alles klar. Und von andersrum natürlich, gucken wir mal von hier oben, von der schönen Felstextur auf unsere Stadt, wenn ich mal ganz kurz so machen darf. Ich finde, es sieht nicht schlecht aus, oder? Bis dahin, liebe Leute, ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag noch und jetzt kommen noch ein paar wunderschöne Kameraflüge mit dem Outro quasi und bis dahin, macht es gut, tschüss, bis zum nächsten Mal, haut rein.